Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir sind mal wieder auf der Wii U unterwegs und heute zeige ich euch mal etwas, was mich unter der Woche jetzt so ein ganz klein bisschen überrascht hat. Denn seit dem 13. Dezember 2012 hat sich mal wieder etwas im eShop-Kanal der Wii U getan. Und dazu gehen wir doch auch einfach mal in den eShop-Kanal. Dieses Video übrigens jetzt mal ohne Kamera. Ich hoffe sehr, dass es ausreicht und entsprechend auch für das, was ich euch gleich noch zeigen werde. Denn das wird für mich dann eigentlich auch blind sein. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll oder wie notwendig das Wii U Gamepad dann sein wird und wie notwendig das sein wird, dort gewisse Dinge zu sehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ein bisschen optional ist, sprich, dass es dann für euch nicht wichtig ist. Aber das werden wir dann gleich dann sehen. Gut, egal. Worauf will ich hinaus? Also, wie gesagt, Nintendo eShop kennen und lieben wir so ungefähr, zumindest wenn er mal funktioniert. Und das, was neu ist, das ist im Endeffekt das hier. Rayman Legends. Das Spiel ist für die Wii U noch nicht erhältlich. Nein, wir sehen aber hier Erscheinungsdatum 28.02.2013. Ist gar nicht mehr so lange her, aber ist gar nicht mehr so lange hin. Gar nicht so lange her. Ist gar nicht mehr so lange hin. Knapp 2 Monate, mein Gott. Ja, oder 3 Monate. Ist ganz okay. So, Rayman Legends. Was ist Rayman Legends? Rayman Legends ist sowas ähnliches wie New Super Mario Bros. Juhu, könnte man fast schon sagen. Es ist ein 2D-Jump'n'Run, das man auch mit mehreren Leuten spielen kann. Also so ein kleiner Konkurrent irgendwie ja schon da. Es gibt auch mittlerweile... Nee, ist Rayman Legends der zweite Teil der Reihe oder der dritte Teil? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ich habe ein 2D-Rayman-Spiel für die Xbox 360. Das nennt sich nicht Rayman Legends, sondern das nennt sich anders. Ich hatte es mir mal gekauft. Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, das zu Let's Playen, aber ich habe es dann sein gelassen. Verdammt. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ist egal. So, ja, hier sehen wir jedenfalls wunderbare Screenshots oder so, die dann auch irgendwann kommen, wenn man sie ja so ein bisschen antippt und so sieht das Ganze aus und das ist total toll und so weiter und so fort. Wie gesagt, ein 2D-Jump'n'Run, ich glaube, das, ja, so kann man am ehesten dann sehen, wie auch die Grafik und so weiter aussehen wird. Ich bin auch gespannt jetzt gleich auf das Ingame-Material. Warum sage ich gleich? Nun ganz einfach, es gibt jetzt mittlerweile diesen Button seit Mitte der Woche, wie gesagt, seit dem 13.12. Man kann sich eine Demo-Version zu Rayman Legends herunterladen, eben auf seine Wii U und dann schon mal antesten und dann einfach mal gucken, ob das Spiel etwas für einen ist und dann bei Bedarf... Ja, dieser Artikel wird auf dieser Konsole bereits verwendet, okay, alles klar. Dann kann man es sich bei Bedarf dann ja einfach Ende Februar im Laden des Vertrauens kaufen. So, ich habe es mir jedenfalls runtergeladen. Das Spiel ist, oder beziehungsweise die Demo ist knappe 500 MB groß, also nur halb so groß wie die FIFA-Demo. Ich weiß nicht genau, ob das was über die Qualität aussagt. Nein, wahrscheinlich nicht. Müssen wir mal. Wir werden jetzt einfach mal zusammen reingucken, wie ihr jedenfalls hier seht. Runtergeladen, es existiert friedlich neben meiner FIFA 13 Demo. Und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Oh, und bekommen wieder, okay, das habe ich noch nicht gesehen, wie gesagt, also alles ab hier ist quasi gesehen blind für mich, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt genau erwartet, was uns jetzt genau erwartet, wenn wir in diese Demo reingehen. Wir bekommen jedenfalls dieselbe Einblendung wie bei der FIFA-Demo, allerdings mit mehr Aufrufen. Das ist interessant. Die FIFA-Demo kann man ja nur maximal 10-mal aufrufen, ehe sie sich selbst vernichtet oder ich weiß nicht, was dann passiert. Die Rayman Legends-Demo kann man jetzt 30-mal aufrufen. Das macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn, denn... Was ich zu dem Spiel gelesen habe, ist die Tatsache, dass man dieses Spiel auch mit mehreren Leuten spielen kann. Und ich weiß nicht genau, ob ihr jetzt zwischenzeitlich keinen Sound hattet oder so. Das kann unter Umständen sein, weil ich das Sound am Wii U Gamepad anhatte. Das tut mir an der Stelle leid. So, jetzt dürften wir aber in jedem Falle Sound haben. Ist ja zum Glück noch nichts Spannendes passiert. Toll. Total professionelle Aufnahme, ach, wie wir es lieben. Hering, was machst du nur? So, UbiArt, blabliblub. Bist du damit einverstanden, dass Ubisoft anonyme Daten erhebt, um die Qualität unserer Spiele weiter zu verbessern? Um die Qualität der Ubisoft-Spiele weiter zu verbessern? Bist du damit einverstanden, dass wir von Ubisoft anonyme Daten erheben, um die Qualität unserer Spiele weiter zu verbessern? Ja, das... könnt ihr von mir aus machen.
oder so, was auch immer anonym. Ach, keine Ahnung, gehen wir einfach mal weiter. Lalala, Datenschutz, was soll's? So, Rayman Legends Demo. Das sieht kunterbunt aus. Ich habe irgendwie Bock drauf. Drücke eine Taste. Bisher bin ich jedenfalls froh und glücklich, weil das sieht so aus. Springe, um in den Rahmen zu gelangen. Das sieht so aus, als wäre. Hoppla, Collection Heroes. Was? Wie? Wo? Was? Wo bin ich hier? Umkleide. Was soll das? Was? Oh, also in jedem Fall, es ist ein interaktives Menü. Und wir sehen hier eindeutig mehr als also auf dem Video-Gamepad, wie ich gerade sehe. Und das gefällt mir auf eine gewisse Art und Weise. So, sieht sehr, sehr comic-lastig aus. Rayman kann laufen. Rayman kann hüpfen. Rayman kann irgendwie sich verwandeln. Sich was? Okay, ich würde mich eigentlich ganz gerne jetzt wieder. Ah. Ach so, nee, hier kann ich den Charakter bestimmen oder so? Kann es sein? Ah, hier kann ich. Wie heißen die denn nochmal? Oh Gott, es ist so lange her. Also wir können hier entweder Rayman spielen oder einen dieser kleinen blauen Schnu-Schnu-Typen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich habe damals Rayman 1 gespielt auf der PlayStation, aber auch nicht sehr lange. Rayman 2 habe ich auf dem N64 gespielt. Leider auch nicht sehr lange, weil es mir irgendwann zu schwer oder zu undurchschaubar wurde. Rayman 3 habe ich durchgespielt. Sehr geiles Spiel. Rayman 3. Hoodlum Havoc. Gibt es mittlerweile auch ein HD-Remake für die Xbox 360 und vielleicht auch PlayStation 3. Also kann man sich definitiv mal angucken. Und ja, also ich mag die Rayman-Spiele irgendwie. Das hier ist Globox, der beste Freund von Rayman. Ja, also den kenne ich. Ja, das ist so ein, schnupsiger kleiner Geselle. Ich glaube aber für die Demo, nee, wir spielen schon Rayman. Das ist ganz okay. Jedenfalls ganz viele verschiedene Charaktere, klar. Man kann das Ganze ja wohl anscheinend auch mit seinen Freunden spielen und dann irgendwie maximal zu fünf daddeln, so wie ich das verstanden habe. Und ja, da geht die Entwicklung der Wii U anscheinend hin. Statt vier Leuten, wie damals, eben mittlerweile fünf Leute. So, was ist das hier? Das hier sieht so aus wie Filmchen oder irgendwas in der Art. Nee. Ist das Intro oder so? Oder keine Ahnung was. Doch, es ist ein kleines, naja, Intro, nee, das ist ein Gameplay-Trailer sozusagen. Ah ja. So sieht das Spiel also aus. Darauf kann man sich so einigermaßen gefasst machen. Auch viele. Der Comic-Stil oder beziehungsweise der Grafik-Stil erinnert mich sehr an Castle Crashers. Auch so von der sauberen Optik her, sagen wir es mal so. Also mittlerweile Comic-Spiele schön und gut, also, aber von der Grafik her ist man ja immer geneigt, irgendwie zu sagen, ja, bei Zeichentrick-Dingern oder so, da kann man ja gar nicht mehr viel verbessern oder keine Ahnung was. Aber man sieht ja auch bei Mario über die Jahre hinweg, dass der Look immer sauberer wurde. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das ist ganz, ganz selten. Eigentlich habe ich das auch, oder empfinde ich das auch fast nur bei Nintendo-Spielen so. Das hier sieht zugegebenermaßen auch nicht wirklich wie ein Nintendo-Spiel aus, aber trotzdem, es hat auch irgendwie auch diesen sauberen Look einfach. Vielleicht versteht irgendeiner von euch, was ich damit meine. So, ja. Und hier sind noch Vorhänge vor, weil das kann man alles nicht ausprobieren. Toad Story und Castle Rock. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Hier haben wir jedenfalls Teensies Trouble. Und oder sind das Level oder so? Oder kann ich die freispielen vielleicht? Wenn ich den ersten hier mache, dass dann, weiß ich nicht, die anderen beiden zum Nach und Nach kommen? Kann nur sein. Mein Gott. Gucken. Rayman Legends Demo. Ich mach mal den Sound für mich ein bisschen lauter. Also höre ich gar nichts. Gut. Doop, doop, doop. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Also auf dem Gamepad ist dasselbe zu sehen wie auf dem Fernseher. Ihr verpasst also in der Hinsicht nichts. Es sieht jedenfalls ganz derbe danach aus, dass irgendwelche seltsamen Burschen daran sind, das Rayman-Universum zu überfallen. So eine Art Piraten oder irgendwie sowas, mit irgendwelchen Drachen. Und Rayman macht sich jetzt, glaube ich, einfach mal auf den Weg, seine Freunde zu befreien. Und guckt jetzt erstmal so hier hinten und sieht, dass da irgendwie eine Kiste ist oder irgendwas in der Art. Hallo? Was bist du denn? Aha, ich kann dich verkloppen, das ist schön. Hau, schnu, schnu, schnu. Kann ich irgendwie diese Kiste irgendwie bekommen? Ja, ich kann sie. Hahaha, und ich habe jemanden befreit, glaube ich. Den ersten von, weiß nicht wie vielen. Aha. Kann ein Wandsprung? Kann Rayman etwa? Es sieht fast so aus, als könnte er einen Wandsprung. Das ist ja lustig. Okay. Und gleichzeitig kann Rayman mit seinen Ohren noch so, ja, einen Propellerflug machen. Also, er hat schon ein bisschen was drauf, definitiv. Das hervorstechendste Merkmal von Rayman ist ja aber sicherlich vom designtechnischen her,
Ich konnte mal gar nicht lesen, was da stand. Jedenfalls ich nicht. Vom Designtechnischen her, dass er... Ne, die sind nur zum Einsammeln. Dass er keine Gliedmaßen hat. Also, er hat eben nur keine Arme und Beine, sondern eben nur die Hände und Füße. Und das fanden irgendwie die Leutchen von Ubisoft damals total witzig. So witzig übrigens, dass sie zu N64-Zeiten noch einen anderen Charakter erschaffen hatten, der quasi gesehen fast genauso aussah wie... Rayman. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch noch an das N64-Spiel Tonic Trouble erinnern werdet. Schnups, schnups, schnups. Ich will euch alle einsammeln. Ich will euch einschnupsen. Ich will euch einschnupsen. Ich will euch einschnupsen. Ich weiß nicht genau, was ihr seid, aber ich schnupse euch jetzt einfach mal ein. Was bist du denn? Schnups! Ich habe jemanden gerettet. Glaub ich. Oder so. Schade, dass ich nicht mehr auf die Namen komme. Oh Gott, er wirft mir ein Küsschen zu. Ja, oh, jetzt lieben wir uns. Ja, ja. Ich kann dich nicht verhauen. Gut. Dann bist du mir egal. Da hinten winkt mir irgendjemand freundlich zu. Ich weiß nicht genau warum. Was bist du denn für ein großes Schnupspups? Berühren Touchscreen, um Murphy loszulassen. Okay. Ja, jetzt sehen wir hier, oder ich sehe auf dem Gamepad gerade Murphy, wie er irgendwie gegen den Bildschirm dotzt und mir sagt, bitte klopf's auch mal gegen mich. So, du bist dran, Murphy. Alles klar. Dann mach dich mal ans Werk. Berühre den Touchscreen, um Hilfe zu erhalten. Ja. Ich soll irgendwas drücken. Ach so, okay. Es läuft jetzt also doch auf Touchscreen-Action so ungefähr heraus. Und zwar soll ich... Ich muss gerade auf das Auge von dem komischen Vieh da drauf drücken. Tausend Dank, Murphy. Also können wir jetzt weitermachen? Murphy, du musst mir helfen, durchzukommen. Okay, und jetzt dürfen wir diese komische Kriegerbraut wahrscheinlich steuern oder so. Schnups, schnups, schnups. So. Ach so. Du bist dran, Murphy. Ja, jetzt muss ich hier so ein bisschen wischi-waschi-wischi machen und dann kann ich den Typen wegwischen. Aha, interessant. Murphy, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Hier werden einem so ein bisschen... und jetzt kitzelt er ihn durch, okay. Bap, 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 bap. Und zack, genau. In Kombination... Na gut, okay. Aber die Kombination wird auch eingeschränkt sein. Weil wenn man das Spiel wirklich zu fünf spielen soll oder so... Spinne. Kann diese dumme Spinne da irgendwie sich... Ich habe jetzt nur auf dem Touchscreen auf die Spinne gedrückt. Und dann war sie plötzlich weg. Interessant. So. Ist das immer so, wenn man mit ihr unterwegs ist? Oder generell, wenn man dann in Murphy-Abschnitten drin ist oder so? Ich weiß nicht was. Wir sehen ja die Action, wie gesagt, auf dem Fernsehbildschirm. Auf dem Touchscreen werden mir dann bestimmte Kommandos angezeigt, symbolisiert durch Hände. Jetzt zum Beispiel soll ich mit meinem Zeigefinger einmal so durch das Seil, ja, durch das Seil fahren. Einfach so, zack. Diese Bewegung soll ich machen, genau. Tatsächlich, und dann durchtrennt er das Seil. Okay, das macht Sinn. So, hier soll ich wieder auf die Augen drauf drücken, damit sie drüber springen kann. Jetzt soll ich hier einmal so von oben nach unten durchwitschen, damit ich den Schalter betätigen kann. Okay, interessant. Und jetzt soll ich die Route nachzeichnen, wie sie gehen soll, und dann wieder den Schalter betätigen. Interessant. Gut, sie bewegt sich jetzt gerade vollkommen automatisch. Hier hätte ich irgendwas machen müssen, oder bestimmt schlauer machen müssen, damit ich den Käfig hätte öffnen können oder so. Das macht Sinn. So. Dann hier das so irgendwie, zack. Und zack. Sie geht wirklich die ganze Zeit automatisch. Man hat dann nur einen begrenzten... Ja, und jetzt werden die Kommandos auch immer weniger, die einem hier angezeigt werden. Und man darf jetzt ein bisschen selber ausprobieren, also sprich die Plattform nach oben schieben und so. Und auf die Augen dann eben drauf zeigen, damit sie verschwinden. Sie auf dem Hauptbildschirm, diese Plattform zu steuern. Okay, und das ist jetzt wieder, wie in New Super Mario Bros. Wii, könnte man so sagen. Wenn man denn, wenn man das Gamepad neigt, dann, neigt sich auch die Plattform. Wow. Ja, genau. Und dann kann sie zum Beispiel auch hier hoch. Und in diesen Abschnitt hinein. Okay, und was ist das jetzt? Ach so. Sie auf dem Hauptbildschirm, diese Plattform zu steuern. Ach, ist ja lustig. Ah, Gott. Okay, Moment. Zack. Wow, 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 ja. Lalala. Sie geht, sie macht das alles automatisch, wie gesagt. Ich neige nur die Plattform. Aha. Ja gut, jetzt muss ich nur noch ein bisschen... Verdammt! Ah, jetzt ist sie gegen die Stacheln gefallen. Ach, jetzt müsste man die Plattform natürlich nur ein bisschen schlauer neigen. Ach so. Ach, jetzt habe ich wirklich ein Leben verloren, oder wie, oder was?
Scheint ja fast so. Na gut, dann geh nochmal da oben drauf. Sie kann in jedem Falle auch gleiten wie Rayman. Auch das haben wir jetzt gesehen. Na gut, also wieder Plattform andingsen, anbumsen. Kurz also drauf tippen mit dem Finger auf dem Touchscreen. Und dann Plattform neigen. Damit sie sich da so wunderbar bewegen kann. Ja, ja, ja. Und nein. Ja, und drauf und. Ja! Yeah. Da bin ich mir jetzt irgendwie nicht so sicher, wie ich das machen kann. Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, ja. So, komm. Plattform. Und einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Also, das ist jetzt irgendwie mein Ehrgeiz gefragt diesbezüglich. Aber wie gesagt, im Multiplayer-Modus wird das ja nicht funktionieren, weil da hat ja nur einer tatsächlich das Gamepad zur Verfügung. Also sprich, nur einer, der auch wirklich auf den Touchscreen hämmern kann oder so. Da werden also ein paar Dinge sicherlich anders sein. Ich nehme jetzt mal stark an, die Demo wird jetzt auch ein bisschen dazu sein, um das Ganze eben zu demonstrieren und vor allem auch die Möglichkeiten zu demonstrieren. Ist ja eben die Frage, ob der Level, so wie er hier ist, auch genau im Spiel zu finden sein wird. Jo, einen Schnups hatten wir unterwegs vergessen, aber naja, okay, müssen wir halt mitleben. Und was kann ich hier... Aha, die Plattform auch nochmal bewegen. Hui! Ah, ja, genau. Hui, hui, ruckartige Bewegungen sollte man vielleicht vermeiden. Vielleicht auch einfach mal... Ich weiß gar nicht, was schlau wäre. Ja, eigentlich doch so, oder? Genau, dann kann sie nämlich so sprengen. Aha. Wandsprung kann sie. Und raus. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendwann auch mal wieder selber steuern dürfen, tatsächlich. So. Die interessante Frage ist, in welche Reihenfolge muss ich das jetzt machen? Ich schiebe jetzt mal die Plattform hier so runter. Dann mache ich hier mal das Seil kaputt. Gut, dann mache ich die Seile auch kaputt. Zack. Wo geht's jetzt hin? Sie geht nach links. Okay. Und rettet erstmal den kleinen Schnupsi. Ich weiß gar nicht, wofür das Grünzeug da ist, was immer... Also die Pflanzen, die da immer rauswachsen. Egal, diese Spinnen, widerlich. Hatte sie jetzt keinen Bock, da hochzuspringen, oder was? Okay, der Käfig... Ach, der Käfig hing so hoch. Da hätte ich ja einen Käfig bestimmt auch holen können. Egal, so, dann schieben wir die Plattform jetzt mal hier rüber. Greifen die Feuerschnupsis hier an, mit Murphy. So, fahren wir auch diese Plattform hier rüber. Feuerschnupsis... Alle wegmachen. Achso, genau. Und die Plattform hier noch rüber. Zack, zack. Okay, aber sie weiß auch genau. Oder sie hat es im Gefühl, wann sie springen darf und wann es nicht so schlau ist zu springen. Was ich sehr sympathisch von der jungen Dame finde. Definitiv. Dup, dup, dup. Ja, und wenn man es dann raus hat im Bogen, dann geht das alles auch ein bisschen... ein bisschen flotter. So. Den kitzeln wir jetzt nochmal durch. Damit er irgendwie keinen Bock mehr auf uns hat. Zack, genau. Bam. So, Spinne noch weg. Kein Bock auf die Spinne. Hier draufhauen. Eingang öffnen. Level beendet. Und wir bekommen ein paar Pokale dafür, dass wir ein paar Leutchen befreit haben. Gut. Und dann war das jetzt die Rayman Legends Demo, oder? Nee, das war nur ein Level. Ach so, interessant. Teensies Trouble. Okay. Ja, könnte man... Also, wie ihr seht, in der Demo kann man auch ein paar bestimmte... Upsa. Nein, ich wollte jetzt nicht rein. Scheiße. Ich wollte jetzt nicht reingehen. Nein! Kann ich hier auch noch raus, bitte? Man kann in der Demo auch verschiedene Level-Ziele erreichen. Ihr habt es jetzt oben gesehen. Also, die drei Pokale waren zu sehen. Und die einzelnen Typen, die man da eben retten kann. Ja, ja, alles sehr interessant und so. Ich würde da jetzt furchtbar gerne wieder zur Hauptgalerie zurückkehren. Dankeschön. Dann gucken wir uns jetzt die anderen beiden nämlich auch noch an. Interessant. Jetzt weiß ich nicht, wie gesagt, inwiefern das dann für den Einzelspielermodus gelten wird oder auch nicht. Jetzt wurden sogar beide Sachen schon freigeschaltet. Toad Stories war das jetzt, oder? Die Krötengeschichten oder so. Kein Schimmer. Gut. Rayman Legends Demo. Ja, ja, ja. Yeah, okay. Wieder mit Rayman, den wir auch selber steuern können. Cool, mal gucken, wie lange das diesmal der Fall sein wird. So, oh, Schnupsis. Springe und halte. Ah, und zu gleiten. Interessant. Ah, weil mich der Wind so weit nach oben trägt,
das sich so wunderbar gleiten kann. Das finde ich sehr nett von dem Wind. Sehr, sehr nett. Und eine schöne Musik. Oh. Also ich glaube, das könnte echt so ein Spiel sein, was mir echt gefallen könnte. So. Wenn ich das schon sehe, ich weiß nicht. Die Optik, ich mag die Optik total. Das sieht einfach so richtig schön. So einfach schön aus. Einfach so wie ein, ja. Wie ein knupsiges Jump'n'Run für mich irgendwie sein müsste. So. Knupskollege. Hallo. Knupskollege, ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Und wie ich dich will. So. Knupskollege gefunden. Irgendwas kann man hier noch. Was hol ich da mal raus? Eine Rübe oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht genau. Schnupp, 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 schnupp. Boing. Hier kann man in jedem Fall wieder nach oben weitere schnupstastische Dinge einsammeln und dann irgendwie hier so durch. Ha. Sehr fantasievoller Baum oder was auch immer das hier ist. Ich glaube, man muss die einfach in der richtigen Reihenfolge einsammeln, damit man mehr Punkte bekommt oder so. Im Hintergrund irgendwelche seltsamen Baumbewohner oder so. Und, lass mich raten, nee. Ich hätte jetzt fast wetten können, dass jetzt vielleicht wieder ein Charakterwechsel oder sowas erfolgt. Kann man eigentlich schwimmen? Das ist immer eine sehr interessante Frage, insbesondere in Jump'n'Runs. Ich würde ja irgendwie nicht, diesbezüglich nicht wetten wollen, dass Rayman das kann, weil in vergangenen Rayman-Abenteuern konnte er es auch nicht. Ich glaube, selbst in den 3D-Teilen konnte er es nicht. Nee, da gab es keine Unterwasserabschnitte oder so. Was die Rayman-Spiele wiederum recht sympathisch gemacht hat, weil jeder weiß, dass ich bei N64-Spielen oder dergleichen Unterwasserabschnitte mal absolut gar nicht gemocht habe. Ups, ups, ups. Ich verkloppe einfach alles, was mir über den Weg läuft. Ich weiß gar nicht, ob es Freunde oder Feinde sind. Ich verkloppe sie einfach. Oh, das da sieht, das unter mir sieht gerade ein bisschen bedenklich aus. Das sieht ein bisschen so aus, als möchte ich damit nicht so unbedingt in Berührung kommen. Da scheint es mehrere von denen zu geben. Oh, da ist aber auch sowas ähnliches wie eine Münze oder so. Oho. Nicht schnupfen. Nein, dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte von dir nicht angegriffelt werden. Irgendwo habe ich einen verpasst. Verdammt. Schnupsfreund verpasst. So, was seid ihr? Seid ihr irgendwelche? Muss man euch kennen? Was bist du für eine Blume hier? Was? Was ist das denn? Achso, eine Katapultblume. Oh mein Gott, ja. Sie katapultiert mich irgendwo hin. Was? Wo bin ich denn hier? Huhuhu, ich habe irgendwas gefunden. Scheint ein Bonusraum zu sein. Oder so. Ein Fußball. Boing. Was? Ach so. Ah, Knopf gedrückt halten. Dann ist mein Schlag auch härter. Interessant. Ich weiß gar nicht, ob man sich da jetzt... ich weiß gar nicht, ob man sich da jetzt großartig viel Mühe geben konnte oder nicht. Oder ob es einfach nur gereicht hat, den Ball anzuditschen. Der wäre schon irgendwie automatisch zum Käfig geflogen. Ich möchte auch dich retten. Das wäre sehr nett. Dankeschön. So. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir hier wieder runter und irgendwie das Loch da treffen. Irgendwie das Loch da treffen. Dankeschön. Gut. Laufen, 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 laufen. Oh no, Rayman kann... Was? So. Dornenranken, die so wachsen, wie sie wollen. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir hauen jetzt erstmal wieder ein paar Leute zu Brei. Und gehen dann mal kurz hier runter und sammeln das ein, weil das sehr interessant aussieht. Plups. Keine Ahnung, was es war. Das sah für mich im ersten Moment so aus, als wäre das irgendwie ein Trank oder irgendwas in der Art. So, das kann ich ein bisschen auch kaputt machen. Genau, dann kann ich auch den Käfig hier aktivieren. So, super. Mehr Leute befreien. Oh ja. Das kann der Rayman gut, das kann der Rayman gut. Also, ohne Rayman werden die auch hemmungslos aufgeschmissen. Ich meine, was ich an den... Oh. Was ich bei den Rayman-Spielen immer sehr schön fand, sie wirkten immer ein bisschen neben dem verspielten Charme, den die Grafiken und die Charaktere einfach zu bieten haben. Neben diesem verspielten Charme war immer so eine Tatsache für mich relativ interessant. Die Rayman-Spiele sind ja schon ein bisschen erwachsener als die Mario-Spiele zum Beispiel oder so. Also gehört ein bisschen vielleicht auch zum kranken Humor oder so von Ubisoft mit dazu. Ich weiß nicht genau, aber auch die Themen, mit denen sich die Spiele so halbwegs beschäftigen. Ich meine, Rayman 2 ging es irgendwie ja darum, dass
seltsame Piraten das Rayman-Universum angegriffen haben. Sie hatten ihn eigentlich auch schon gefangen genommen und Globox auch und alles. Die Atmosphäre, sie erschien extrem düster. Was teilweise vielleicht auch an N64 lag, weil Nebel und so weiter und so fort. Ja, ja, das kennt man von N64-Spielen. Aber trotzdem, nee, das war immer schon ein bisschen heftiger. Wenn man ein verschmuster Mario-Spieler war, dann kam man mit den Rayman-Spielen nicht so hundertprozentig klar. Um einzutreten, okay. Das war jetzt also wirklich ein klassischer Level, könnte man so sagen. Weil hier hatte ich ja wirklich die ganze Zeit die volle Kontrolle über Rayman und musste absolut gar nichts auf dem Touchfeld dann eben bewegen oder so. Also, solche Level gibt's dann eben auch. Gut, und jetzt gehen wir noch in den letzten hier rein. Castle Rock. Und mal gucken, was es hier so eben zu finden gibt. Ja, und wenn man mehrere Controller oder so anschließen würde, dann könnte man wohl irgendwie diese Level auch zu viert, zu dritt, zu zweit oder malweise zu fünf spielen. Renne mit... Ja, das weiß ich. Genau. Laufen. Drücke Y, um zu schlagen. Warum werden mir jetzt die Steuerungsmechanismen gesagt? Ach du Scheiße! Huschnuschnu! Huschnuschnu! Oh Gott! Hilfe! 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 Warum kommt jetzt seltsame Rockmusik hier? Ja! Was meint ihr hier? Was ist das für eine Feuerwand, die hinter mir her ist? Schnu, 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 schnu! Laufen, laufen! Warum stehen die hier so rum wie Blöde? Nein! Laufen! Oh Gott! Was ist das für eine... Keine Scheiße. Ich werde bekloppt, wenn ich das sehe. Ah, da, da. Oh, ist das geil. In Kombination mit der Musik und so. Ach, ist das herrlich. Laufen, laufen. Castle Rock, ja, okay, da ist der Name Programm, das sehe ich jetzt auf eine gewisse Art und Weise ein. So, wow, 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 okay. Ich hatte es erst... Boah, okay. Muss ich auf dem Drachen bleiben oder so? Ich weiß nicht genau, nee, der Drache fliegt relativ langsam, oder? Ja, nee, lohnt nicht auf dem Drachen zu bleiben. Ich glaube, da muss ich ganz schnell weiterlaufen. Laufen und schnupsen und alles einsammeln und... Aha, okay, ja, durch die Kette... Keine Chance. Oh, ja, gut. Das ist wiederum ein bisschen heftig, dass man tatsächlich nur einen Versuch hat. Also, ein Treffer und Tod ist immer so ein bisschen... Ja, es kann natürlich... Wow, wow, wow. Kann natürlich für Frust sorgen, aber... Oh Gott. Oh Gott. So geil. Ich muss mir das nachher dann auch mal ohne mein Gelaber anhören, ganz ehrlich. Weil so bekomme ich jetzt auch nicht hundertprozentig alles mit hier. Ach ja, so. Dab, 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 dab. Und Schnups. Oh wow. Cooler Effekt. Und jetzt sind wir... Ja. Rayman the Rockstar. Geile Idee. Geile Idee, geiler Level. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Wow. Ich glaube, das Spiel hat schon einen potenziellen Abnehmer gefunden. Ja, gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das könnte ich mir definitiv Ende Februar antun hier. So ein bisschen Rayman Legends, da hätte ich ja schon irgendwie Bock drauf. Na gut, okay, ja. Das scheint dann ja jetzt aber so ziemlich die Demo gewesen zu sein. Also drei Level gibt es hier, wie gesagt, zum Ausprobieren. 500 MB ist kein Problem. Ist ja kostenlos. Kann man testen und mit Freunden macht das sicherlich auch ein bisschen Spaß. Und wenn man ein bisschen ehrgeizig ist, dann kann man natürlich die anderen Schnupsis hier auch noch einsammeln. Und dann werden es die ganzen Level auch 100% abschließen und so. Und dann kann man auch mal andere Charaktere ausprobieren und so weiter und so fort. Lohnt sich also definitiv einmal reinzugucken und vom Humor her und so, also... Mir gefällt das Spiel bis hierhin echt gut, also was ich gesehen habe, geile Ideen. Und ich glaube, das könnte echt das perfekte Spiel sein, um dann irgendwie die Zeit nach New Super Mario Bros. Juhu irgendwie, ja, zu überstehen. Ich war der Harry Gray
Das war Rayman Legends, die Demo für die Wii U. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut auch mal bei anderen Videos von mir rein. Ich würde mich jedenfalls freuen. Herring, wer sagt für den Moment aber erstmal Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.